Silvio Hävele ist mein Servicemann. Seine Funktion ist natürlich, die Ski bestmöglich zu präparieren. Gleichzeitig ist er auch eine wichtige Person am Start für mich. Er sieht ja auch, wenn ich nervös bin oder nicht. Wie zum Beispiel an der Olympiade, wo er mir gesagt hat, jetzt reiss dich mal zusammen. Oder ja, er spürt dann auch, ja, wenn er mir helfen kann. Meistens schätze ich an der Wendy eigentlich ihre Bereitschaft, was sie an den Tag legt. Und sie motiviert sich jeden Tag aufs Neue und holt immer alles von sich raus. Und das ist sicher eine Eigenschaft, die sie bis jetzt eigentlich auch groß gemacht hat. Ich weiss nicht jeden Trick, den Silvio hat. Natürlich erklärt er mir bestmöglichst, was anders ist an dem. Dass ich selber daraus komme, was ich eigentlich fahre und dass ich vielleicht selber ein bisschen spüre, was anders ist. Aber im Feintuning weiss ich bestimmt nicht alles. Natürlich ist es schwierig mit verschiedenen Aufbauten, verschiedenen Delierungen. Da jeden Lauf irgendwas zu sagen, ist ja nicht immer einfach. Aber was bei ihr einfach gut ist, sie stellt sich immer auf das neue Material ein. Und jammert nie gerade immer dumm, sondern fährt alles, was man will. Und von dem her schaut man dann, dass man da so den nächsten Schritt macht. Welchen Ski, dass wir am Renntag fahren, das ist eine Entscheidung zwischen mir und dem Silvio, weil wir sind die nächsten Personen und wir müssen auch entscheiden, was wir morgen fahren.